Hallo, ihr Flirtwilligen-Singles da draußen. Horst Wenzel hier für dich von der Flirt University. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich sitze neben meinem großen Vorbild. Ich habe nämlich 2010 habe ich ganz viele Bücher von dir gelesen. Wow. Nämlich neben mir sitzt die großartige Sabine Askodom. Sabine, toll, dass du da bist. Herzlich willkommen bei mir am YouTube-Kanal. Ja, schön, freu mich. Wir hatten ja schon viele Gäste bei uns, teilweise aus der Politik, teilweise ein paar bekannte Redner. Mhm. Ja, und schön, dass wir dich auch hier haben. Sabine ist Erfolgsbuchautorin, reist eigentlich gerade durch die Republik und hält ganz viele Vorträge. Wir beide haben uns in Wien kennengelernt. Das war ein Investorengipfel, ein europäischer, bei dem wir beide quasi so ein bisschen die fachfremden Abschluss-Keynotes an den beiden Tagen. Wir haben einfach mal ein bisschen zum Leben erweckt. Kann man auch sagen, ja, so kann man sagen, genau. Wenn du also auch wissen willst, wie man am besten dich vielleicht jetzt zum Leben erweckt, dann bleib dran. Sabine, was könntest du den Leuten mitgeben? Sag doch mal. Wie sie sich selbst zum Leben erwecken können. Dass sie leben. Das ist Grundvoraussetzung, um zum Leben sich zu erwecken, heißt leben. Und das heißt nicht sich leben lassen. Also ich habe ein neues Wort neulich gelernt und das heißt Selbstermächtigung. Okay. Und das heißt, du nimmst dein Leben in die Hand, du bestimmst, du entscheidest. Das heißt nicht alles zu verändern. Das heißt nicht scheiden lassen, auswandern, sonst was. Sondern du entscheidest, wie du leben willst. Und wenn du dich entschieden hast, dann genießt du es. Und dann kommen Leute und sagen ja, oh, ich würde es aber ganz anders machen. Wie kannst du denn? Kennst du diese Miesmacher, die uns immer das, was wir haben, so ein bisschen madig machen? Ja. Also spießig, Mensch, immer noch mit dem gleichen Mann zusammen. Oder immer noch Single, du musst doch jetzt langsam mal. Sondern sein Leben zu leben, wie du es möchtest. Und das ist gar nicht so einfach. Klingt ganz einfach, da muss ich wirklich alt werden, um das zu lernen. Und ich möchte jetzt gerne auch jüngeren Menschen mitgeben, lass dich nicht leben. Lass dir nicht vorschreiben, was wichtig, was richtig ist, was du haben musst, was du tun musst, was du lassen musst. Ja. Sondern entwickel deinen eigenen Stil. Und das nennt man so schön Authentizität. Ja, ich glaube, ganz oft ist es so, dass man dann von anderen sich das vorschreiben lässt. Ich muss da immer denken an, oder wo du das gerade sagtest, muss ich dran denken. Ich hatte mal eine Freundin, ich war total verliebt in die, ich fand die ganz toll. Ich dachte irgendwie, dass die nicht so, nicht so den Modelmaßen entspricht, die man sich vielleicht für einen Flirtcoach überlegt. Oder wo man sich denkt, ne, der müsste jetzt irgendwie mit der zusammen sein. Ich fand die auch total toll, war der Oberknaller. Und ich habe das dann irgendwann beendet mit ihr. Und da beiß ich mir heute noch in den Arsch. Ah, weil du dachtest, sie passt nicht. Sie ist nicht standesgemäß, oder? Ja, genau. Ich dachte, irgendwie anders. Was ist also, für ein Scheißding, oder? Dass wir uns überhaupt Gedanken über die Meinung von anderen Menschen machen. Du hast vielleicht die Traumfrau deines Lebens dadurch verloren. Gut, da kommt mal wieder eine. Da ist schon oder eine 25 da 25 andere. Ist schon eine da. Der ist locker. Ja, aber es läuft auch super mit dir. Dafür war es auch schön, genau. Aber habe mich verunsichern lassen, weil ich dachte, oh nein, von dir wird ja was anderes erwartet. Vielleicht hast du das auch bei dir im Leben. Kannst du mir unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht hast du das schon mal festgestellt, dass du dich ganz oft von anderen beeinflussen lässt. Manchmal war es vielleicht bewusst, manchmal war es unterbewusst. Und da ist, glaube ich, wichtig, sich da selbst für die Kontrolle über das eigene Leben zu machen. Ja, bei Mädels ist es zum Beispiel eine ganz schwierige Geschichte. Sie haben irgendeinen netten Freund und dann fängt der Erste an, so, der hat ja keinen Bauch oder der ist aber jetzt nicht so hip und bla. Ich weiß nicht, wie die jungen Leute so reden. Und dann wird zum Zweifel gesät, die Seele. Und dann siehst du dann nur noch die negativen Seiten von diesen Menschen. Das ist so gefährlich. Oder die Familie. Also ich kenne ganz viele Familien, die einfach so mit Hohn und Spott auf die Freunde oder Freundinnen der Kinder reagieren. Und ich weiß, ich hatte mal so einen ganz jungen Freund in der Schulzeit noch. Und der hat mich mal besucht. Und ich fand das total niedlich. Und als er weggefahren ist, ist die ganze Familie über mich hergefallen. Was ist denn das für einer? Weil die ist ja noch so ein Bubi. Mhm. Und ich mochte den total gerne. Und sie haben mir quasi diese aufkeimende Liebe kaputt gemacht. Haben die ihn so richtig madig gemacht? Richtig madig gemacht. Und mit Spott und Hohn. Und das ist ja das Schlimmste. Also man kritisiert es ja noch okay. Aber richtig so mit, hey, was ist denn das für ein Fluschi? Und schade. Manchmal ist es ja auch Missgunst, die da mitschwingt. Ja? Also andere sind vielleicht neidisch auch. Und deswegen machen die einem das dann total madig. Du kannst ja mal hier unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass andere vielleicht neidisch auf dich waren, dass dir Missgunst entgegengeschlagen ist. In welchen Bereichen deines Lebens könntest du dir mehr Self-Empowerment suchen? Lass es uns gerne wissen. Teile es gerne hier mit ein. Du warst ja schon ganz viel in Funk und Fernsehen und bist mit deinen Büchern natürlich auch echt bekannt. Sag mal, ich muss kurz nach der Geschichte fragen, weil ich die so witzig fand. Wie war denn dein erster TV-Auftritt? Ach, die Geschichte mit dem grünen Seidenkleid. Ja, erzähl sie, komm. Erzähl. In Kürze. Ich kann es gar nicht mehr so ganz. Hab schon so oft erzählt. Also, Fernsehauftritt. Ich hatte ein grünes Seidenkleid gekauft.
was ich nicht bedacht hatte, war es... Dass du warst eingeladen, weil du dein erstes Buch vorgestellt hast. Erstes Buch promoted, ich wollte reich, berühmt und glücklich werden, genau. Und hast du gedacht, es geht so besonders shoppen das und brauchst du ein besonderes Kleid. Und so war das Kleid, hatte so eine Längspasse. Und ich dachte, was macht längs? Längs streckt. Also ich dieses Kleid angezogen, nach Hamburg geflogen. Was ich nicht bedacht hatte, war, dass Seide sehr empfindlich ist. Also als ich ausstieg in Hamburg aus dem Flieger, hatte ich so ein Bauchplissé quer. Also der Längseffekt war schon mal aufgehoben, mein Selbstbewusstsein gesunken auf null. Dann in diesem Scheißstudio war es so heiß, ich habe geschwitzt wie ein Tier. Mir ist das Wasser hier so runtergelaufen. Kennt ihr das Gefühl, wenn euch hinten so, so Tropfen den Rücken runterperlen? So heiß war das. Und wisst ihr, was schilfgrüne Seide macht, wenn sie nass wird? Sie wird schwarz. Ich hatte solche breiten schwarzen Schwitzstreifen unter den Armen. Ich habe gedacht, ich muss sterben, einfach tot sein. Also es war die Hölle, Selbstbewusstsein null, Hirnleere und dann Interview mit dem Moderator. Und es war natürlich die Katastrophe. Ich habe nur bla 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 gesagt. Er war ziemlich verzweifelt. Und dann durfte ich mich endlich hinsetzen, dachte, ja, hinsetzen, Sicherheit. Und gehe auf diesen Sessel zu, wo ich sitzen sollte und sehe, das ist ein Clubsessel. Kennt ihr Clubsessel? Rund, gepolstert, tief, eng. Und es war eher ein Clubsesselchen. Und ich dachte, scheiße, da komme ich nie wieder raus. Live-Sendung, live on stage, ich musste da rein. Und dachte, ich muss nur sterben, einfach tot sein. Also ich in diesen Sessel rein, ich plumpste da hinein und dann machte die schilfgrüne Seide. Und ich wusste, ich komme nicht wieder raus aus dem Sessel, ich will es aber auch nicht. Also richtiger Reinfall. Und dann denkst du ja, alles kaputt, alles verloren, alles versemmelt. Und wenn ich eins gelernt habe, ist es, du kriegst immer eine zweite Chance. Und wenn du dich besonders blöd anstellst, kriegst du noch eine dritte und noch eine vierte. Und ich habe jedes Jahr ein Buch geschrieben, das heißt, ich wurde immer eingeladen, immer wieder in Talkshows. Und so nach der dritten konnte ich schon atmen. Nach der fünften konnte ich schon deutsche Sätze mit Inhalt sagen. Und irgendwann hatte ich halt meine eigene Sendung. Und wenn ich irgendwas jungen Leuten weitergeben möchte, ist es, tu es, um es zu lernen. Ja. Die tun es ja nicht, weil wir denken, ich kann es ja gar nicht. Und ich sage immer, tu es in deiner Unvollkommenheit. Und das ist, glaube ich, bei dir beim Flirten genauso. Sprich jemanden an mit deiner Unvollkommenheit. Warte nicht, bis du perfekt bist. Also dann dürfte ich ja überhaupt nicht mit dir reden. Dann müsste ich erstmal zu Hause auf dem Hometrainer sitzen und 60 Kilo runterschwitzen. Aber das ist Quatsch. Das heißt, ich würde nie sichtbar werden, weil ich ja immer noch nicht perfekt bin. Und deswegen rausgehen, zeigen. Darf ich einen kleinen Tipp geben? Gerne. Herren, dafür haben die Herren, nicht verraten. Frauen lieben unperfekte Männer. Ja, wenn so etwas nicht ganz so perfekt ist, dann fühlen wir uns nämlich besser. Kannst du das vorstellen? Ja, natürlich. Wenn er jetzt so der Adonis kommt, ich erstarre in Schönheit, kriegst das Maul nicht auf. Aber wenn der so was Nettes hat, so was Normales, ja, dann können wir uns verlieben. Ihr braucht nur ein paar Lachfältchen, das reicht schon. Was du natürlich auch gut machen kannst, dass du zum Beispiel in deine Flirts auch gerne mal direkt von einer Schwäche von dir erzählst. Wir haben das ja ganz häufig so, dann finden wir jemanden total toll und wollen uns nur von der allerschönsten und besten Seite präsentieren. Ja. Und da ist manchmal gar nicht verkehrt, wenn du zum Beispiel mal eine Geschichte erzählst, wo du gar nicht als der Held dastehst, sondern versuch das mal, dass du bei einem Flirt, gerade bei jemandem, den du besonders toll findest, wo du vielleicht mal davon erzählst, von etwas, von einem peinlichen Erlebnis erzählst, von einfach was schiefgelaufen ist bei dir im Leben. Das sind meist die Geschichten, die uns in den Augen von anderen Menschen dann sympathisch machen. Ja, wo man lachen kann drüber und merkt, ey, der kann über sich selber lachen. Ich glaube, das ist so ein absoluter Sympathiefaktor, wenn jemand über sich selbst lachen kann. Dazu habe ich eine schöne Kennenlerngeschichte. Als ich meinen Mann vor 12 Jahren kennengelernt habe, hat er mich zum Essen eingeladen nach kurzer Zeit. Wir waren in einem ganz feinen Restaurant, weiße Damasttischdecken, alles still und lauter so Pinguine um einen herum. Und wir hatten einen Nachtisch mit Marmelade, also mit so Fruchtmus. Mhm. Und mein Mann nimmt sich einen Löffel davon und klacks liegt es auf der weißen Damasttischdecke. Und es war ihm peinlich. Was machen Männer dann immer gerne? Sie nehmen ein Messer, um das wegzukratzen und machen den Fleck dann dreimal so groß. Kennst du das so? Ja, ich weiß auch. Jedenfalls war ihm das schrecklich peinlich. Ich saß neben ihm und dachte, ich will nicht, dass ihm das jetzt peinlich ist. Und dann habe ich den Löffel genommen, habe einen Klacks von diesem Fruchtmus genommen und habe es vor mir auf die weiße Tischdecke geklackst. Habe ein Messer genommen und habe es breit gestrichen. Und er hat immer gesagt, damit habe ich sein Herz gewonnen. Genau, also du sollst dich auf jeden Fall von diesem Thema Perfektion so ein bisschen verabschieden. Das ist, glaube ich, gut. Man kennt das ja vielleicht auch beim Ansprechen. Jetzt willst du wen ansprechen, versuchst dir vorher so den perfekten Satz, den perfekten Spruch zurechtzulegen. Das muss nicht perfekt sein. Am wichtigsten
Wichtigsten ist, man tut's überhaupt. Und gerade eben das Unperfekte daran macht dich doch auch sympathisch. An welchen Bereichen bist du vielleicht unperfekt? Schreib's doch mal unten rein, lass es uns gerne wissen. Wo hast du vielleicht manchmal kleine Selbstzweifel? Jetzt bist du ja Erfolgsbuchautorin, stehst viel auf Bühnen. Was können denn Menschen machen, und du hast ja auch Manager, die du viel da coacht, was können denn Menschen machen, die manchmal vielleicht Selbstzweifel haben? Also kennt jeder vielleicht, jetzt nicht nur im Bereich der Partnersuche, sondern vielleicht auch irgendwie beruflich oder so, wenn man sich manchmal was selbst nicht zutraut. Wie stärkt man da, oder was tut man gegen seinen Selbstzweifel? Also ich plädiere da wirklich für akribische Arbeit, sage ich jetzt mal. Also es hilft nichts, dich vor den Spiegel zu stellen und so, oh, die Welt kann froh sein, dass sie mich hat. Es gibt so Leute, die sowas vorschlagen. Finde ich immer ein bisschen peinlich. Ich bin für Faktencheck. Okay. Also, was waren meine größten Erfolge? Was habe ich in den letzten 3 Monaten für Erfolgserlebnisse gehabt? Wann habe ich was Wichtiges geleistet? Was ist mir gut gelungen? Das kann was Privates sein oder was Berufliches. Weil der Mensch ist so doof, der vergisst die positiven Sachen und erinnert sich nur an die Misserfolge. Sie sagen, wenn du so fragst, was haben sie denn so Tolles geleistet? Gar nichts, nee, weiß ich nicht. Also wirklich mal Buch führen. Also man kann sich wirklich zwingen, 20 Erfolge aufzuschreiben. Und am Anfang denkt man, nie im Leben kriege ich das hin. Das ist ja eine schreckliche, doofe Übung. Und irgendwann merkst du, ey, ich bin schon bei 25. Ja. Also selber die eigene Leistung schätzen zu lernen. Und ich sage immer, wenn Menschen von sich selbst genauso schwärmen wie von anderen, dann ist es gut. Und schwärmen, ne? Nicht angeben. Ja. Aber wie wir über uns selber reden. Du hörst ja auch junge Leute oder mittelalte Leute, wenn die sich selber vorstellen, wie sie sich klein machen, oder? Ja, ich habe so ein bisschen, ich kann so ein bisschen. Ja, ich habe so ein kleines Unternehmen, das sind nur so eine kleine Klitsche. Sag mal, warum sagen sie das? Wo ist denn ihr Stolz auf das, was sie geleistet haben und was sie können? Und an diesem Stolz arbeite ich mit Menschen, Stolz zu entwickeln. Okay, also Hausaufgabe für dich, vielleicht mal eine kleine Liste machen. Schnapp dir ein Blatt Papier und beseitige deine Selbstzweifel dadurch, dass du eine Liste machst mit 20 Erfolgen, mit 20 Dinge, auf die du stolz sein kannst. Und wenn du es auf 5 schaffst, ist doch auch cool. Und wenn da nur eine Sache steht, dann kannst du zumindest auf diese eine Sache stolz sein. Wir wollen aber noch mal drüber sprechen. Jetzt haben wir gesagt, okay, beim Ansprechen muss man nicht unbedingt perfekt sein. Man kann gerne eine Unperfektion auch irgendwie auch mal einbauen in was. Ne? Sollte sich auch davon, glaube ich, verabschieden, immer so einem Idealbild hinterher zu rennen. Ja. Gibt es natürlich auch viel, dass uns einfach Zeitungen und irgendwie das Fernsehen ganz oft vermittelt, das und das muss man tun. Ja. Ich bin da ja kein Freund von. Ich auch nicht. Ich bin auch kein Freund von großen Aufzählen von Flirtfehlern, weil dann achtet man nämlich nur auf diese Fehler. Also das Beste ist, jemand auf den Fuß treten, finde ich immer. Ja. Sind bestimmt und schon mal 2 durch zusammengekommen. Bestimmt. Also ich habe schon mal jemanden auf den Fuß getreten und ich habe mir angewöhnt, dann zu sagen, ich trete nur Menschen, die ich sympathisch finde. Und schon bist du im Gespräch. Ja. Also auch aus Fehlern da was machen. Jetzt hilfst ja vielen Menschen auch dabei, so ihr Selbstwertgefühl auch zu polieren, ne? Kann man sagen. Und entwickelst dann mit den Menschen mit deiner Coaching, du sprichst immer von einem Coaching-Werkzeugkoffer, ne, den man dabei ein hat. Toolkoffer, ein Toolkoffer, ja, genau. Hast du einen Schmankerl bei uns aus diesem Toolkoffer? Du sagst so, das ist eine schöne Methode, was jeder machen kann? Ja. Meine Lieblingsmethode ist die Madonna-Methode, nenne ich sie. Mhm. Und zwar nicht wegen der Jungfrau Maria, sondern wegen der Sängerin. Meine erste Kunde, mit der ich dieses Tool gemacht habe, hat sich Madonna ausgesucht. Mhm. Und wie geht es? Man sucht sich einen Prominenten aus, den man toll findet. Schauspieler, Sängerin, Mann, Frau, ist egal, Politiker, Sportler, völlig wurscht was. Irgendjemand, also ich war neulich bei Pink, letzte Woche bei Pink auf einem Konzert in München. Und Pink ist einfach ein Traum. Ich finde die so klasse. Also ich würde Pink nehmen. Okay. Und dann schreibst du auf, was findest du an dieser Frau oder an diesem Mann toll? Mann oder Frau ist egal, lebend, verstorben, Dalai Lama, Nelson Mandela, alles ist richtig, alles ist gut. Und dann schreibst du auf, was findest du toll? Bei Pink finde ich toll, die traut sie was. In Bayern sagt man, die scheiße nix. Also die macht, was sie will, das ist der völlig wurscht. Die ist aktiv, die ist frech, die hat tolle Texte, die ist engagiert. Das würde ich alles aufschreiben. Und wenn das da steht, dann bitte ich meinen Gegenüber, der das aufgeschrieben hat oder der, das mal in der Ich-Form vorzulesen. Und da passieren extrem spannende Dinge. Ich verrate nicht, was passiert. Probiert's aus, kann ich euch nur empfehlen, in der Ich-Form das aufzusagen, was da steht. Ich bin, ich habe. Boah, da geht die Post ab, kann ich euch sagen. Ja, es geht ja bei vielen bei uns auch immer darum, wie schafft man es jetzt ein tolles Gespräch aufzubauen? Also wie schafft man es vielleicht in einem Gespräch aufzubauen, wo der andere sich richtig wohlfühlt? Musst du ja in deinem Coaching-Kontext auch oft machen, dass du Leute so ein bisschen lockst? Schön, da habe ich einen schönen Tipp. Und dann frag den anderen was.
Frag ihn einfach und er wird dir antworten. Wie formulierst man richtige Fragen? So eine Frage wäre, wie kennt man die Menschen dann schon noch gar nicht? Was ist die Ausgangssituation? Du lernst gerade jemanden so kennen, hast vielleicht ein bisschen gerade auf den Fuß getreten oder hat gerade sich Marmelade irgendwie mit Marmelade eingerieben. So. Also man kennt sich noch nicht so gut. Genau. Der Oma-Tipp für Frauen. Fragt nicht in der nächsten Frage, möchtest du mal eine Familie haben? Mir haben das junge Männer erzählt, dass die wirklich schreiend aus den Diskos rausrennen, weil die jungen Frauen schon fragen, ob das mit Familie irgendwie geplant ist. Das wäre die falsche Frage, ist zu schnell. Sondern fragt, was lässt dich morgens früh aufstehen, wenn du in die Arbeit gehst? Du bist ja auf der Bühne und stehst vor ganz vielen Leuten auch. Du hast doch bestimmt schon mal Kunden, die auch Probleme mit Redeangst hatten. Die haben das nämlich häufig, dass jetzt, vielleicht geht es dir auch so, wie vielleicht anderen vielen Abonnenten von diesem Kanal hier, dass man ein bisschen zu schüchterner ist oder ein bisschen schüchterner ist und sich vielleicht nicht traut, auf eine ganze Menschengruppe zuzugehen von Menschen, die man noch nicht kennt. Was würdest du denn da empfehlen, womit es einem leichter fällt, sich zu überwinden? Indem ich eben nicht denke, ich muss da jetzt irgendwas liefern. Ich muss performen. Sondern ich würde einfach fragen, hier wird so viel gelacht, darf ich mich dazustellen? Und Klappe halten und dann erstmal die Klappe halten. Ich habe mal vielleicht ein Beispiel. Eine Frau im Coaching gehabt, die hat sich nicht getraut, auf Partys Leute anzusprechen. Das war genau das Thema. Und dann habe ich ihr eine Hausaufgabe gegeben. Ich habe gesagt, sie gehen auf die nächste Party und sie sprechen niemanden an. Sie setzen sich in eine Ecke und notieren einfach, wie machen das die anderen Leute. Also wie gehen die auf Menschen zu, was sagen die und sie schreiben das alle auf. So, 2 Wochen später bekam ich von ihr eine Mail, also ich war auf so einer Party, ich konnte leider meine Hausaufgaben nicht machen, weil ich habe mich den ganzen Abend unterhalten. Ach, was habe ich mit dieser Aufgabe geschafft? Sie durfte ja eigentlich gar nicht, also der Druck war weg. Ja. Sie musste nicht, sie durfte nicht und plötzlich haben sich Menschen zu ihr gesetzt und mit ihr geredet und dann fragte sie, im nächsten Kurs würde sie dann gerne lernen, ob das auch ohne Alkohol geht. Weil die hat sich, glaube ich, tüchtig in die Binde gekippt. In Amerika gibt es einen Spruch, der heißt Reduce it to the max. Also versuche nicht zu optimieren, noch besser, noch eleganter, noch perfekter, sondern reduziere es auf das Wenige. Den Blick, die Geste, der eine Satz, wirf sowas in den Raum. Das ist so wie Angeln. Können Sie sich vorstellen, so den Köder auswerfen, aber nicht gleich das Netz nehmen und jemanden abschleppen wollen. Okay, also du sagst bewusst, du müsstest so diesen Druck rausnehmen an der Stelle? Absolut, ja. Ist es denn so, also liegt das Glück, liegt das in unseren Händen? Oder ist es Zufall, dass wir Glück empfinden? Ja, das könntest du jetzt 3 Stunden drüber reden. Also ich glaube an eine Kombination. Also ich glaube, wir brauchen eine Absicht. Wir müssen irgendwas wollen. Dann glaube ich an den Zufall, der eintritt, sodass wir uns in Wien kennengelernt haben einfach. Hm? Das war ein Zufall. Der hat das gepasst waren auf einmal beide so, es und gibt ganz viele Gemeinsamkeiten. Genau. Genau. Ja. Also eine Absicht und Zufall zusammen ergeben eine Chance. Okay. Und ich empfehle sehr, auf Zufälle zu vertrauen. Weil am Anfang findet man sich vielleicht gar nicht so toll und plötzlich sitzt man zusammen im Auto, fährt irgendwo hin mit Freunden. Man hat ein Glas Kölsch umgeschmissen und eine Frau kriegt das über die Schulter und findet das überhaupt nicht toll. Daraus entsteht Liebe manchmal. Ja. Oder du bist mit dem Radl unterwegs in der Stadt und fährst fast eine über den Haufen und die schimpft mit dir. Und solche Leute heiraten dann manchmal. Okay. Also ich sage, ergib dich dem Leben. Kannst du es vorstellen? Ja. Plan nicht alles so hundertprozentig durch. Ich habe nochmal eine wichtige Frage an dich. Und zwar, wir haben dieses Thema auch öfter mal, jetzt ist ja nicht nur so, dass man manchmal immer alles will, sondern ist ja auch heutzutage irgendwie ganz wichtig, dass man auch mal Nein sagen kann. Ja. Wie sagt man denn richtig Nein? Klar und respektvoll. Also, ich habe manchmal auch so, ja, sagen wir mal so Pseudo-Fans, die dann nach so einem Vortrag mich nicht mehr auslassen. Also die stehen dann nur neben mir und erzählen ihr Leben in Echtzeit und so. Und da muss ich auch manchmal mich befreien. Und ich habe festgestellt, sozusagen, ich muss jetzt mal schnell aufs Klo, hilft nichts, weil dann warten die vor der Klotür, wenn du da rauskommst. Sondern ich habe mir angewöhnt, zum Beispiel zu sagen, es war ein schönes Gespräch mit Ihnen, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und ich gehe. Ja. Und da ist nichts gelogen, aber die 99% der Menschen verstehen, dass es damit das war. Ja.
Und einmal bin ich geflüchtet, das weiß ich noch. Da war so einer, der hat nicht aufgehört, mir sein Buch, was er schreiben will, zu erzählen. Und dann bin ich zu so einem Stehtisch, da standen lustige Leute, die lachten ganz viel. Und ich bin da so reingetaucht und habe gesagt, könnt ihr euch bitte um mich rumstellen? Die kann nicht mehr, der muss jetzt abhauen. Hilfe, Hilfe. Und die haben mir geholfen. Okay, also Zweifel, wenn du 50 einen Korb vergeben willst, dann danke einer Person, wünsche dir noch einen schönen Abend. Und im allergrößten Zweifel flüchtest du und tauchst in der Menschenmasse unter. Sabine, erstmal herzlichen Dank, dass du bei mir warst. Sehr gerne. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Ganzen einen Like und natürlich abonniere auch mal den Kanal der Flirt University. Falls du es noch nicht getan hast, drück auch mal auf die kleine Glocke, denn dann erhältst du immer Benachrichtigungen, wenn ein neues Video von mir erscheint. So, hier geht es jetzt weiter auf dem Kanal. Einmal, wie versprochen, mit meiner Technik der Superlativfragen. Dazu kommst du hier und hier auf diesem Video siehst du mein Gespräch mit Professor Lothar Seibert. Super. Bis dann, bleib dran. Ciao. Dein Horst von flirtuniversity.de und die wundervolle Sabine Askedom.